Die Jahreszeiten bestimmen den Rhythmus der Natur. Für viele von uns gibt das Schuljahr den Rhythmus vor. Für uns Christen gibt es das Kirchenjahr. Und das Kirchenjahr beginnt schon am ersten Advent. Jede Zeit im Kirchenjahr hat ihre eigene Farbe. Im Advent beginnen wir mit Violett. Violett ist die Farbe des Leidens, verweist, dass wir auf den warten, der das Leiden mit uns trägt. Das wird abgelöst von wunderbar hellem Weiß und strahlendem Gold an Weihnachten. Christus ist geboren. Das ewige Licht kommt in unsere Dunkelheit. Wissen Sie, dass die Weihnachtszeit bis zum 4. Februar geht? Dann denken wir an Jesu Leidensgeschichte und die Paramente, diese Stoffstücke an Kanzel und Altar, werden wieder violett. Wir begleiten Jesus auf seinem Leidensweg. In manchen Kirchen gibt es ein schwarzes Parament für den Karfreitag. Wir freuen uns an Ostern unbändig, dass Gott Jesus vom Tod auferweckt hat, zu unvergänglichem Leben. Hier kommt wieder das Weiß strahlend an Ostern, bei manchen mit Gold. Und es glänzt die ganze Osterzeit und erfreut unser Herz. Und dann geht es über in ein kräftiges Rot, die Farbe der Liebe, des Lebens, der Lebensfreude, des Heiligen Geistes. An Pfingsten feiern wir, dass wir den Geist Gottes in unserer Kirche bekommen. Und dann lange Zeit grün im Sommer. Es wächst und gedeiht, was Christus in uns gesät hat an Glauben und Vertrauen und Liebe zum Leben. An Erntedank feiern wir, was er uns geschenkt hat in diesem Jahr. Und zum Ende des Kirchenjahres wird es wieder dunkel. Wir erinnern uns an alles, was zu Ende gegangen ist in diesem Jahr und an die Menschen, von denen wir uns verabschieden mussten, wieder mit einem schwarzen Parament. So hat jeder Zeitabschnitt seine eigene Farbe und alles hat seinen Platz. Leiden und sich freuen, wachsen und ernten, neu anfangen und Abschied nehmen. Überlegen Sie mal, wo kommen Zeichen des Kirchenjahres in Ihrem Alltag vor? Wir sind gespannt, was Sie uns dazu schreiben.